So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Und guck mal, was da ist. Ein Ei. Wir drücken mal auf das Ei und guck mal, was passiert mit diesem Ei. Es schlüpft. Wer es gedacht? Letztens hat nämlich jemand gesagt, Ramses, wann gibt es immer wieder ein Video zum spüle trend Deswegen habt ihr jetzt hier als Hintergrundbild wieder dieses schöne Spülbecken und das ist der spüle trend So, das Ei ist geschlüpft. Wir bewerten es mal kurz. Es ist natürlich schlecht. Wir packen ein neues rein. Und ich möchte bestimmte Dinge heute machen. Ich möchte mein Mew abholen. Mein Mew auf dem Spületrend-Account. Und ich möchte Level 42 werden. Dazu haben wir hier diese Levelaufgaben für Level 42. Verwende 15 Mal Items, um Pokémon zu entwickeln. Entwickle Evoli zu jeder seiner einzigartigen Entwicklungen. Und ich habe gedacht, das ist trotzdem ein gutes Thema. Das ist nämlich schon ewig alt. Und viele wissen das jetzt gar nicht. Es gibt ja den Namenstrick für Evoli, dass du gezielt einmalig den Namenstrick anwenden kannst, um die Entwicklung, die du möchtest, herauszuziehen. Damit ihr nochmal auf dem Schirm habt und nochmal aktualisiert wisst, welche Entwicklung gibt es überhaupt und wie heißen die Namen dazu, wenn ihr neu seid und ein Evoli habt und das einfach immer so entwickelt und denkt, wie kriege ich denn den Rest? Klar, man muss das, man kann das auch. Wenn man den Namenstrick schon verwendet hat, dann auch machen. Das ist aber jetzt der Expertenmodus. Wir sind jetzt im Anfängermodus. Ich habe das Spiel ganz neu. Ich habe jetzt diese Aufgabe mit den Evolis entwickeln. Und deswegen habe ich hier diesen Artikel rausgesucht mal von meinem MMO. Pokémon Go, Evoli-Entwicklung, Namen, Tricks, Aufgaben zum Entwickeln. So, das sind eigentlich alle Namen, die hier stehen. Spargi, Rainer, Pyro, Sakura, Tamao, Rea, Linea, Kira. Dafür habe ich gerade mal nachgefragt im fan ob jemand mir noch fünf Evolis geben kann. Der Master Martin hatte sich gemeldet, aber auch die Shenaya hatte sich gemeldet. Ich gehe jetzt hier drauf, gebe Evoli ein. Die Shenaya hat sich zuerst gemeldet und deswegen habe ich gedacht, okay, Shenaya hat mir jetzt. Ach, ich sehe das ja jetzt gar nicht. Moment. Shenaya hat sich jetzt also gemeldet, hat mir ein paar Evolis rübergetauscht. Und ich möchte jetzt mal gucken, was ist denn das Beste eigentlich? Was ich finde als Stärkstes, nehme ich immer noch Glaciola wahr, dieses Eis-Pokémon. Ich würde das Höchste, was ich habe, jetzt wahrscheinlich zu Glaciola machen. Glaciola muss ich's es Rea nennen. Wir gehen also hier drauf, nennen das jetzt mal Rea. Und dann müsste der Entwicklungsbutton unten, den ihr seht, sich ändern. Und ihr seht schon die... Silhouette von Rea. Das ist Rea, ne? Wenn ich Rea wegmache, seht ihr das? Wenn ich Rea wegmache, ist ein Fragezeichen da. Wenn ich aber Rea hinschreibe, zeigt euch das Spiel jetzt schon ganz gezielt, dass es dann dieses Pokémon wird, was ihr noch nicht habt. Wir entwickeln jetzt mal kurz Rea. Ich hoffe, ich habe auch genügend Bonbons, dass ich das wirklich auch achtmal entwickeln kann. Das wäre sonst peinlich. Vorbereitung gleich null. Also es geht heute wirklich komplett um die Evoli Namenstricks nochmal und den Levelaufstieg zu 42 und das Mew holen wir uns auch noch ab. Das ist in der Spezialforschung nämlich fertig. Ria, Hammer, was haben wir noch? Als zweitbestes fand ich immer Psyana. Um Psyana zu bekommen, müssen wir das Evoli Sakura nennen. Wir nehmen uns also das zweitbeste hier, nennen es Sakura. So, ihr seht, unten wechselt wieder die Silhouette von Fragezeichen zu einer. Also das Fragezeichen geht weg, es ist wieder eine Silhouette da von einem Pokémon, was ihr also noch nicht habt. Es ist Sakura, es ist Psiana. Normalerweise müsstet ihr für Sakura, für Psyana, euer Evoli als Buddy nehmen, müsst 10 Kilometer laufen, dass ihr zwei Bonbons findet und es tagsüber dann als Buddy entwickeln. Für Glaciola, was wir davor hatten, Müsstet ihr ein Evoli an einem Gletschermodul entwickeln? Man kann ja immer Lokmodule setzen. Und wenn ihr ein Gletschermodul setzt und in diesem Gletschermodul steht und ein Evoli entwickelt, wird das zu einem Glaciola. Bei Sakura also als Buddy nehmen, 10 Kilometer laufen, damit man zwei Evoli-Bonbons bekommt und dann tagsüber entwickeln. So, Das sind die Alternativen, die kann man gleich so mit dazu sagen. Dann aber das dritte hier. Das dritte ist. Boah. Ich glaube, Felinara fände ich jetzt noch gut. Felinara ist als allerletztes dazugekommen. Um Felinara zu bekommen, nennt ihr es einfach Kira. Kira? K? I? r A. Unten wechselt es wieder. Wir sehen wieder. Das haben wir noch nicht. Entwickel einmal Kira mit dem Namenstrick. Wenn wir nochmal einen Felinara machen wollen, müssen wir auch über das Buddy Feature ein Eboli nehmen. Und mit ihm 70. Herzen verdienen insgesamt, damit dieser Button erscheint, wo ihr dann, weil ihr eine enge Bindung, eine enge Freundschaft mit dem Evoli aufgebaut habt, es zu äh, Felinara entwickeln zu können. So. Dann würde ich sagen, ist es fast eigentlich egal. Wir gehen jetzt von unten nach oben die Reihenfolge weiter durch. Als nächstes also Fully pur, nennen wir Linea mit zwei N. Wir nehmen das, machen Linea draus. So, ändert sich, passt. Es gab es früher nämlich auch noch diese, früher gab es nicht diese Vorschau. Wenn ihr da was falsch geschrieben habt und habt es entwickelt und es ging nicht, habt ihr in die Röhre geguckt. So seid ihr genau sicher und wisst, dass Linea wird zu fulipurba Wenn ihr fulipurba noch nochmal entwickeln möchtet aus einem anderen Evoli, äh, einfach ein... Moosmodul setzen und an einem Moosmodul, so wie vorher mit dem Gletschermodul, ein Evoli entwickeln, dann würdet ihr auch ein Linea, also ein noch nochmal bekommen. Dann haben wir also Filinara, das, das, das haben wir gehabt, Psyana mal gehabt, machen wir also nach Tara gleich noch. Da müssen wir es Tamao nennen. Wir gehen also hin, nennen eins Tamao. So. Es wechselt wieder unten, das passt. Hier das gleiche wie bei Psiana. Wenn ihr es nochmal entwickeln möchtet, nehmt ihr ein Pokémon, ein Evoli. Lauft 10 Kilometer als Buddy, damit es zwei Bonbons findet. Und wenn es nachts im Spiel ist, dann wird euer Evoli zu Psiana, äh, zu Nachtara. <laughs> Mal konzentrier dich doch jetzt mal. Also, tagsüber entwickeln, Psyana nachts entwickeln, nach aber jeweils zwei, zwei Bomboms erlaufen, also 10 Kilometer. Dann müsste das eigentlich fast hinhauen. Bla bla bla, alles durcheinander. Sakura hatten wir. Jetzt haben wir die ganzen Klassiker noch. Wir haben Sparky, Rainer und Pyro. Die könnt ihr an sich nicht beeinflussen über irgendeine zweite Chance. Die müsst ihr immer entwickeln und Glück haben, dass ihr die bekommt, weil wir die Namenstricks aber noch haben. Probieren wir jetzt Pyro, also für Flamara. Das dürfte passen. Pyro. Wir haben schon ein Flamara, aber wir müssen ja eh noch eins machen, damit wir das gezielt direkt bekommen. Nutzen wir diesen Namenstrick auch. Da gibt es also keinen andere, äh, kein anderen Trick, den man machen kann. Normal steht da immer das Fragezeichen, und ihr entwickelt. Um, über die Normalentwicklung, ohne irgendwas Zusätzliches zu machen, bekommt ihr immer Flamara. Blitzer oder, oder äh, Aquana. Neben Pyro brauchen wir Rainer. Für Aquana. So, machen wir hier den zum Rainer. Mit AI ist wichtig. Ihr seht das Aquana schon in der Vorschau, weil ich schon einen Aquana habe. Dit ist Aquana Vorschau. Das ist hier. Das ist it. Alles ohne Sound. Also normal Aquana, wenn man noch eins möchte. Man muss einfach Evoli entwickeln, auf gut Glück, um nochmal an Aquana ranzukommen. Und eins haben wir jetzt noch übrig. Und da müssen wir hier noch ein Sparky machen. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob es wirklich so geschrieben wird. Sparky für Blitzer, genau, einfach nur mit K und hinten Y, dürfte also auch passen. Das haben wir auch schon entwickelt mal und haben jetzt alle 8 Evoli Entwicklungen voll. Wie ihr unten seht, ist das... Hat das gezählt? Hat das alles gepasst? Das sind alle acht Namen. Ich könnte theoretisch den Artikel ja auch mal unten in der Beschreibung verlinken. Die Beschreibung, wenn ihr die aufklappt, dass ihr den Link seht, dass ihr immer auf die Seite kommt, dass ihr wisst, an diesem Video, wenn ihr nicht im Video reinguckt, könnt ihr bei dem Video gucken oder ihr gebt es einfach mal bei Google ein. Ihr hättet jetzt alle Sachen. Wir haben noch ein normales Evoli hier und wir haben hier noch so ein. Ähm wir haben hier noch ein Shiny Evoli. Jetzt muss ich noch einmal ein Pokémon entwickeln mit einem Item. Dazu nehme ich hier dieses normale Grillmack, gebe noch einen Einallstein drauf und mache das Grillmack zur da. Grill dann sind diese 15 Entwicklungen über Items auch abgeschlossen und ich kann theoretisch direkt den Levelaufstieg machen für 42. Die Erfahrungspunkte sind auch da. Und wir holen dann nur noch das Mew ab. Level 42. Ist, ist schon fertig. Es ist einfach schon aufgestiegen. Verdiene 100.000 Sternstaub. 200 sehr effektive Ladeattacken. 5 legendäre oder mysteriöse Pokémon fangen. Entweder macht man 5 Raids für die 5 legendären. Oder man kann natürlich auch eine Meltan-Box zünden. Das ist ein mysteriöses. Man kann 5 Meltan fangen. Das wäre vielleicht einfacher. Ansonsten... Möchte ich, wie gesagt, hier das Mew noch abholen, uns das angucken? Also ihr seht, wie das hier jetzt rumfliegt. Das ist das Mikro, ne? Das ist hier der Rest, das ist hier sonst was. Jetzt ist es unsichtbar. <laughs> Hallo Mew! So, einmal, einmal einen Tüten bitte. Bleibt beim dritten Mal drin, ist ja bei den anderen mysteriösen Pokémon auch so gewesen. So, dann setze ich halt da drüben hin. Wir schleudern ihn einfach ganz kurz drauf. Komisch, das eigentlich ist Mew das erste Pokémon, was du abholst. Bei mir war es das diesmal nicht. Bei dem Account ist alles irgendwie durcheinander. Mew wird trotzdem mitgenommen. Alle anderen kriegen wir dann auch, nehmen wir auch noch mit. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis der Hauptaccount wieder zurückkommt. Also können wir den hier bestücken und alles, was hier drauf passiert. Kommt ja dann irgendwann dem Gewinner zugute, der diesen Account dann gewinnt am Ende, wenn der Main wieder da ist. Wir bewerten mal kurz und haben 13, 12, 12. Ja, ist jetzt, ist jetzt nicht das Beste. Das hole ich dann in der Rampenlichtstunde irgendwann mal ab. Ach, in der, in der Raid Mania. Die äh, Erfahrungspunkte, die es da gibt. Und ansonsten war es das eigentlich mit von meiner Seite aus Evoli Entwicklung. Jetzt seht ihr hier nochmal alle durchnummeriert. Also die Namen sollten alle kein Problem sein. Die Liste, die, die Seite werde ich unten mal verlinken. Spargi für Blitzer, Rainer für Aquana, Pyro für Flamara, Sakura für Psiana, Tamao für Nachtara, Rea für Glaziola, Linnea für Follipurba, Kira für Felinara. Nochmal zusammengefasst, Blitzer, Aquana, Flamara könnt ihr nicht bestimmen. Müsst ihr einfach auf gut Glück entwickeln. Psiana... Als Buddy nehmen, 10 Kilometer laufen, 2 Bonbons verdienen, tagsüber entwickeln, nach Tara 10 Kilometer laufen, 2 Bonbons verdienen, nachts entwickeln, Glaziola am Gletschermodul entwickeln, Purba am Moosmodul entwickeln, Felinara 70 Herzen verdienen. Das kombiniert sich sozusagen dann auch mit Psiana nach Tara, also wenn ihr jetzt so und so viel lauft, Habt ihr dann zwei Entwicklungsbuttons? Ihr seht dann, wenn es tagsüber ist, ihr könnt entweder Psyana oder Felinara machen. Wenn es abends ist, seht ihr, ihr könnt Nachtara oder Filinara machen. Wenn ihr über die normalen Herzen und Sachen von Psyana nach Tara hinaus seid. Ansonsten kleine Auffrischung. Der Account wächst auf jeden Fall weiter. Der hat ja jetzt schon wieder. 7 von 9 Millionen Erfahrungspunkten auf Level 42. Den Rest muss er sich noch gönnen. Was er sonst alles Neues hat, zeigt wir euch jetzt nicht. Oh, jetzt ist der Levelaufstieg da. Was er sonst alles Neues hat, zeigt wir euch jetzt nicht. Das seht ihr später irgendwann. Jetzt hätte ich gerne ein Glücksei gehabt, aber habe ich leider nicht. Aber es gab eine Brutmaschine. Ist hier die Statistik noch da, die wir haben? 3.800 Pokémon, zwei Raids auf dem Level nur gemacht, 1.700 Poké-Stops. das die Statistik. Spüle Trend wird 42. Ihr war dabei und irgendwann geht der Gewinner, äh, der Account raus an einen Gewinner, der uns jetzt die ganze Zeit hoffentlich begleitet hat die 30 Tage, wo wir diesen Account spielen. Bis zum nächsten Mal, Peace out, Vorhaut und euer Ramses.